Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung. Wir haben das schlechte Wetter, was gerade wieder erschienen ist, vertrieben. Offensichtlich müssen wir mit diesem Streich uns den Weg durchbahnen. Denn ich habe gerade abgespeichert da unten. Denn ich nehme hier schon wieder Schaden. Damit kann man also nur temporär das. Die Ziege offenbart uns einen Weg. Die Ziege ist gestorben. Doll. Oh. Der Schrei macht mich fertig. Lydia, beeil dich, sonst stirbst du. Geh weg, ich habe keine Zeit für dich. Wir können Wetter vernichten. Müssen das sogar. Ich habe echt keine Zeit dafür. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht genieße wie sonst. Ich nehme mal eben einen Heiltrank. Er muss nicht direkt so ein großer sein. Es reicht ein kleiner. Wenn ich überhaupt die noch habe. 30. Ja, her damit. Könnte auch direkt Ausdauer nochmal nehmen. Können wir mal starke nehmen. Starke. So, ich habe mit drin abgespeichert. Wir sollen mit Partunax springen. Ich weiß nicht mal, wer der ist. Aber wir sind verdammt hoch, ey. Wir sind fast bei den Wolken rum. Ich fürchte, die Tiege wird nicht lange leben. Ja gut, jetzt wird sie lange leben, weil ich an ihr vorbei bin. Gott, schön. Hier ist offenbar mal einer gewesen. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt hier am Ziel sind. Ne, doch nicht ganz. Hier oben ist wieder Nebel. Den wir mit einem Schrei da fortblasen. Oh, der Weg wird ganz schön steil. Nicht stehen bleiben. Weitergehen. So, Schrei wieder aufgeladen. Boah. Diesen Nebel auch hinfortfegen, aber das muss ich glaube ich nicht. Das sieht wie normaler aus. Oh Gott, da hoch müssen wir. Das heißt, wir haben noch einen längeren Weg vor uns. Lydia ist im Prinzip mein Bodyguard, deswegen, also mein Huskarl. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Und andererseits, weil Seran da keine Lust mehr hatte. Krass, sind wir hoch. Da ist schon wieder eine undurchdringliche. Boah, Alter, wenn ich da reingehe, ich bin tatsächlich weg. Ja, ist gut. Brauchst dich nicht. Nicht beugen. Hals der Welt entdeckt. Und ein Wort der Macht steht da. Oh Gott. Ein Drache?
Warte mal, das Fall, da den Pfeil rum. Jetzt sollen hier wir mit dem Drachen reden, oder? Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat. So wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Wir sollen seine Frage beantworten. Ich muss den Drachenfallschrei lernen. Könnt ihr mir ihn beibringen? Ich zieh erstmal eine Nummer. Zusammentreffen von zwei Doof. Wie? Ist auch ein. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Ton. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Ja, das ein Feuer gebrannt. Ich habe gesprochen. Das Rotmulag wartet. Soll ich mich jetzt grillen lassen? Okay. Es ist Feuer. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich da reinspringen? Mit Esberns Hilfe habe ich Alduins Mauer im Tempel der Himmelszuflucht einzeffen können. Sie sagte, dass Alduin vor langer Zeit durch einen Schrei bezwungen wurde. Arngeier schickt mich darauf zu Patronax, der ihm zur Folge der Einzige wäre, der den Schrei Drachenfall beherrschen könne. Wie sich herausstellt, ist Patronax selbst ein Drache. Lass dir vor. Warum dringt ihr hier ein? Ein Geschenk, Dovahkiin. Jol, versteht das Feuer, wie es die Doof tut. Scheiße, also keine Pray-Geste hab, also eine Bet-Geste. Nun zeigt mir, was ihr könnt. Begrüßt mich nicht als sterbliches Geschöpf, sondern als Dovah. Ich soll ein okay, dann greif ich ihn direkt an. Ich habe ihn gewarnt. Das ist jetzt Feueratem, das war richtig heftig, ne? Also das ist oh. Soll ich Jotor Schul zu ihnen sagen? Das bringt ihn um, oder? Vielleicht nicht unbedingt. Setze Schreifeuer. Kommt, Dovahkiin. Ninjol, trefft mich mit dem Feuer eures Tun. Ja, okay. Auf deine Gesundheit. Boah, ist das geil, mit einem Drachen zu reden. Darf er mein Freund sein? Verbündeter. Artgenosse. Danke für das dritte Wort. Jetzt habe ich mächtiges Feuer. Nun denn, ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für einen Dovahsos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Könnt ihr mir den Drachenfallschrei beibringen? Ah, ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen,
Nur für ein Tinwag mit einem alten Dovar. Nein. Ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachen versuchen würde? Das wird neblig. Alduin Kometit. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tum, den ihr sucht, nicht. Shit. Krossis. Ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art. Jor, Sterbliche. Als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hadrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Wegen dem Hass wahrscheinlich. Wie kann ich ihn dann lernen? Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Das ist eine echt berechtigte Frage. Das klingt egoistisch, das dürfen wir nicht sagen. Ich muss Alduin aufhalten, wäre interessant, aber ich, ehrlich gesagt, mir gefällt diese Welt, sie darf nicht untergehen. Prusa, dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung. Wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpar. Lane Vukin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Es ist interessant, dass er ab und zu mal in Drachensprache spricht. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Pass, eine anständige Antwort. Rohfus, vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitit los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen, wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Auf dem Gipfel des Monarven, den ihr den Hals der Welt nennt? Es antwortet scheiße. Daran hatte ich nie gedacht. Dies ist der heiligste Berg von Himmelsrand. So Grevax Trunma, der großartige Berg der Welt. Hier haben die alten Zungen, die ersten sterblichen Beherrscher der Stimme, Alduin im Kampf gestellt und besiegt. Mit dem Drachenfallschrei, richtig? Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Ork Mulag Unslad. Es war die Kell. Die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Ah,
zu paralysieren, also festzusetzen, sodass er nicht mehr zurückkommt. Ich kenne die bereits. Wollt ihr damit sagen, dass die alten Nord Alduin in die Zukunft geschickt haben? Nicht absichtlich. Ach, einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Deswegen ist er hier am Berg. Und deswegen kam Alduin nach Helgen, wo ich geköpft wurde. Und in dem Moment ist er auch wieder erschienen. Wie soll mir das weiterhelfen? Tid Krent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde. Mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Das Wissen der Alten. Abgeschlossen. Begonnen Alduins Fluch. Lies die Schriftrolle der Alten an der Zeitwunde. Ich hab die Schriftrolle der Alten schon. Ach ja, die Drache, ne? Ihr habt sie. Die Kell. Die Schriftrolle der Alten. Tid Krach. Kalos. Die Zeit erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch treibt der Untergang an. Kogan Akatosh, die Knochen der Erde selbst stehen euch zur Verfügung. Bin ich ins Elementar? So geht denn. Erfüllt euer Schicksal. Bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Er kann die Zeichen nicht übersehen. Fortsetzung folgt.